Das ist deine Kirche. Die lebt von den Leuten, die sich da treffen. Mehrere Gemeinden zusammen ergeben die Pfarrei. Damit alle Orte vertreten werden, wird überall gewählt. Gewählte Vertreterinnen und Vertreter aus allen Gemeinden bilden zusammen den Pfarreirat. Hier kannst du deine Ideen einbringen, selbst wenn die einen längeren Atem brauchen, um umgesetzt zu werden, weil du Geld dafür brauchst oder weil du erstmal alle überzeugen musst, dass deine Idee richtig gut ist und alle was davon haben. Im Pfarreirat kannst du was für deine Jugend in deiner Pfarrei verändern. Wir sagen nicht, dass das leicht ist, aber es ist möglich. Du kannst die Stimme der Jugend auf zwei Wegen im Pfarreirat vertreten. Du kannst dich auf die Wahlliste setzen lassen, so wie alle anderen auch. Du kannst aber auch eine der beiden Freikarten nutzen. Wer die Freikarten bekommt und damit Jugendvertreterin oder Jugendvertreter wird, entscheidest du in der Jugendversammlung, zusammen mit anderen. Minis, Jugendverbände und alle, die im Bereich Jugend eure Kirche ausmachen. Wird vermutlich auch ziemlich bunt, denn die Gruppen sind ja auch ganz unterschiedlich. Dort kannst du dich zur Wahl stellen und wählen. Wichtig ist deine Stimme auf jeden Fall, denn die beiden Vertreterinnen und Vertreter im Pfarreirat nehmen alle Anliegen und Wünsche der Jugendversammlung mit, als Auftrag für ihre Arbeit im Pfarreirat. Mit den Anliegen im Gepäck gehen die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter für 2 Jahre in den Pfarreirat. Zeit zum Gestalten. Eure Interessen könnt ihr mit Gruppen abstimmen, die Ähnliches brauchen und wollen. Kinder zum Beispiel sind euer großes Thema. Da gibt's noch andere Fachleute, Eltern, Kitas, Schulen. Die könnt ihr im Pfarreirat für gemeinsame Projekte gewinnen und so wirklich was voranbringen. Oder ihr unterstützt die Interessen anderer Gruppen und macht sie zu euren Projekten. Oder ihr sucht euch Verbündete in Sachen Ökologie und peppelt eure Kirche zum grünen Vorzeigeprojekt auf. Ideen zur Umsetzung habt ihr jede Menge, oder? Mit Sozialaktionen wie der 72-Stunden-Aktion des BDKJ könnt ihr jede Menge Spaß haben, Leute von eurer Arbeit überzeugen und Veränderungen selbst in die Hand nehmen. Und weil Arbeiten im Team immer ein Gewinn ist, gewinnt ihr im Pfarreirat auch Sicherheit in der Diskussion, Erfahrungen fürs Leben, Kompetenzen rund ums Organisieren, Planen und strategische Denken. Change your church!